Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Laura und es gibt heute mein What I Got for Christmas Video. Oder einfach auf Deutsch, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Sachen, ich weiß nicht so genau, wie ich das hier nennen soll. Es ist irgendwie What I Got for Christmas, irgendwie auch einfach ein Winter-Weihnachts-Haul. Ich zeige euch jetzt einfach die Sache. Eine Sache, die wahrscheinlich viele interessieren wird, was hat Ilona dir geschenkt? Und sie hat mir als erstes Süßigkeiten geschenkt, die habe ich aber schon mit ihr zusammen aufgegessen. Die waren richtig lecker. Von Katja, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die machen halt vegane Süßigkeiten. Es ist, glaube ich, die holländische Version von Katjas. Dann hat sie mir unter anderem noch das Daniela Katzenberger Parfüm geschenkt. Hat es irgendeinen bestimmten Namen? Ich glaube, sie hat nur eins. Ich weiß nicht so genau, warum sie mir das geschenkt hat. Sie weiß es, glaube ich, selber nicht so genau. Aber ich finde sogar, dass... Ich sprühe mir das einfach... Oh, fuck. Ich habe diesen Sprühkopf abgemacht. Weil hier ist so eine... Kennt ihr diese Sicherheits-Kinderschutzviecher? Und das hat man voll schwer abbekommen. Hilfe. Nicht, dass es jetzt hier irgendwo rausspritzt. Ich finde, es riecht ganz gut, aber ist jetzt nicht so ein besonders auffälliger Duft. Also ist so ein typisches Parfüm, was man halt bei Rossmann oder so bekommt. Und dann hat sie mir außerdem noch das hier geschenkt. Ein Frozen Dusch- und Badeschaum. Und wie ihr seht, ist das Elsa. Das ist halt irgendwie so ein Ding geworden, egal wo es Frozen gibt, ich renne da immer direkt hin und möchte die Sachen immer haben, aber kauf mir nie was. Also Dankeschön nochmal an dich, Iloni. Ich habe mich sehr gefreut. Und die werde ich auch, denke ich, eher als Deko in meinem Zimmer hinstellen. Dann von meiner anderen Schwester habe ich ebenfalls etwas von Frozen bekommen. Das habe ich mir selbst ausgesucht. Ich habe so gesagt, oh, ich möchte das so gerne haben. Hab so das ganz nahe gezeigt. Guck mal, ein Frozen-Schaumbad. Dann hat meine Schwester gesagt, okay, ich kaufe dir das zu Weihnachten. Und dann hat sie mir außerdem Pommessocken geschenkt. In einer originalen Verpackung von McDonald's. Aber keine Sorge, da waren keine Pommes drin. Also ist nicht fettig oder so. Ilona und ich haben beide dieses schöne Paar Socken bekommen. Und damit habe ich jetzt endlich mal das Klischee erfüllt, Socken zu Weihnachten zu bekommen. Ich glaube, ich habe noch nie sonst Socken bekommen. Ist irgendwie so ein Ding, alle kriegen immer Socken und ich habe jetzt endlich Socken bekommen. Sogar mit Pommes drauf. Was gibt's Besseres? Und dann hat sie mir auch noch von Vegans diesen Weihnachtsmann geschenkt. Ich habe den noch nicht probiert. Ich glaube, ich packe den jetzt einfach mal aus. Und ich mache es jetzt einfach ganz brutal, wie bei meinem letzten Weihnachtsmann. Aber was ich noch cool finden würde, wenn Vegans halt so eine Weihnachtsmann, diese Alu-Verpackung drum machen würde. Weil so sieht man nicht richtig, dass da ein Weihnachtsmann drin ist. Wisst ihr so, man erblickt das nicht so direkt. Dann habe ich außerdem von meinen Eltern nur Kleinigkeiten bekommen. Ich habe einmal so einen Lolli bekommen. So einen russischen Lolli. Ich glaube, das kennen einige von euch. Früher gab es immer so einen Hahn, also in Hahnform. Aber irgendwie meinte mein Papa, hat er die nicht gefunden. Deswegen ein Herz. Und außerdem für Silvester diese Eissterne. Für mich muss es immer so eine Kleinigkeit sein zu Silvester anknallern. Weil... Ich hasse Böller, ich mag auch Feuerwerk nicht so gerne. Ich stehe auch nicht gern draußen, wenn dieses ganze Spektakel da draußen abgeht. Weil ich habe da so ein bisschen Panik vor. Und ich mag auch einfach nicht diese lauten Geräusche und alles. Deswegen, ich bin so eine. Mir reichen auch Wunderkerzen, wenn ich einfach so stehen kann. Habe ich das richtig verstanden? Da steht Zimmerfontäne. Das heißt, man darf es im Haus anmachen. Das heißt, ich muss nicht mal rausgehen. Und ich habe nämlich außerdem noch einen Urlaub geschenkt bekommen. Der Vlog dazu kommt nach diesem Video. Ich habe halt 2 Stunden Material, deswegen dauert es noch so ein bisschen, bis ich es fertig geschnitten habe. Und dann habe ich außerdem noch ein Geschenk von einer Freundin bekommen. Vielen Dank, Diana. Sie hat mir einmal einen Lolli geschenkt. Irgendwie, das ist so ganz typisch für sie, so Lollipops. Sie hat irgendwie immer welche dabei. Und außerdem hat sie mir die 2 Riegel von Vegans geschenkt. Oh mein Gott. Das sind diese Schockbars. Davon gibt es noch einen dritten, aber den mag ich nicht so gerne. Es gibt halt die beiden. Coconut ist mein Lieblings. Ey, der ist so lecker. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dann gibt es halt noch Hazelnut. Das ist so ein bisschen so Nougat-mäßig mit Nüssen drin. Und dann gibt es noch eine Crisp Bar. Die hat so eine helle Füllung und so crisp, aber die ist so übertrieben süß. Die hier sind schon mega süß. Und die ist nochmal irgendwie dreifach so süß. Die mag ich nicht so gerne, kann man auch essen. Aber ja, vielen Dank nochmal. Jetzt möchte ich euch ein paar Sachen von einem Online-Shop zeigen, die ich zugeschickt bekommen habe. Die sind übrigens auch der Sponsor dieses Videos, also vielen Dank nochmal dafür. Die haben mir halt ein paar Sachen zugeschickt. Eine Sache habe ich schon vorher bekommen und der Rest kam nämlich genau am 24. an. Genau passend, deswegen dachte ich, passe es auch hier ganz gut rein. Der Online-Shop nennt sich Dazzle, den verlinke ich euch auch in der Infobox, wenn ihr da vorbeischauen wollt. Und da habe ich als erstes diesen Pullover bekommen, den ich richtig cool finde. Da steht halt Needs Paris drauf. Den wollte ich auch am liebsten eigentlich haben. Das war
als ich die Sachen ausgesucht habe, schon mein Favorit. Und ich habe den halt an Heiligabend getragen und auch ein Instagram-Bild gepostet. Das kann ich euch hier irgendwo einblenden. Das hat sehr vielen Leuten sehr gut gefallen und viele haben auch gefragt, woher der Pullover ist. Und der ist halt mega oversized. Wie ihr seht, das sind die Ärmel. Der hängt halt an allen Seiten komplett runter. Das ist halt, der ganze Pullover ist halt relativ lang, kann man eben halt als Kleid tragen, so wie ich es auch gemacht habe. Dann habe ich mir außerdem diese Jacke ausgesucht. Das ist das Teil, was schon eher gekommen ist. Also das hatte ich schon eine Weile zu Hause, konnte es euch aber noch nicht zeigen. Deswegen erst jetzt. Das ist halt so eine Bomberjacke, aber total im Schnitt. Irgendwie finde ich wie in den 80ern. Also die ist so irgendwie kurz, hat aber auch diese riesigen Ärmel. Wie ihr sehen könnt, ist die halt komplett bestickt in so metallischen Nähten. Also wie ihr seht, das sind verschiedenfarbige Goldtöne. Und außerdem sind halt noch so ein paar Nieten dabei. Hier in der Mitte seht ihr auch so Spikes. Dann war ich außerdem auf der Suche nach einem Rollkragenpullover. Und da habe ich mir zwei dort ausgesucht. Einmal einen beigefarbenen. Wie ihr seht, so sieht das Material aus. Ist halt so ein Rollkragen, den man noch so eindreht. Ein paar Sachen waren One Size, ein paar Sachen hatten eine Größe, aber auf jeden Fall ist dieser nicht so riesengroß wie der erste Pullover, den ich euch gezeigt habe. Der ist halt schon an mir persönlich eng anliegend. Ich habe noch eine Sache vergessen, die Ilona mir geschenkt hat. Moment, ich packe das hier einfach mal zwischen. Ilona hat außerdem allen von unserer Familie so eine Kopfbedeckung geschenkt. Ich hatte halt so ein Rentier. Ich finde das richtig süß. Sie hat das halt am Anfang gemacht, so eine Überraschungskiste. Jeder musste einmal reingreifen. Und da waren halt, da gab es halt entweder dieses Geweih, dann, ich verlinke euch einfach mal Ilonas Video. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass sie den Tannenbaum auf dem Kopf hat. Und soll ich den jetzt einfach mal aufbehalten? Aber man sieht den eh nicht. Ja, dann nicht. So, ich mache dann mal weiter mit dem Dazzle Haul. Und zwar habe ich mir noch einen zweiten Rollkragenpullover ausgesucht. Der ist halt oben wieder genauso, dass man den Rollkragen so eindreht. Und der hat oben dieses Material, ist halt so gestrickt mit so Linien. Und dann kommt so ein anderes Stück. Das sieht halt einfach glatt aus und dann unten kommen wieder diese Streifen. Und der ist auch eher eng anliegend. Dann habe ich mir als nächstes eine Winterjacke ausgesucht. Und zwar habe ich mich für diese hier entschieden. Das ist so eine Camouflagejacke. Das ist halt einfach so ein Parker, sage ich mal. Außen sieht er halt so aus, in diesem Camouflagemuster. Und innen hat er so etwas und ich habe mich gefragt, kann man den auch umdrehen und den andersrum tragen? Weil der halt innen hier, wisst ihr, kennt ihr diese Schlauchboot-Winterjacken, die ganz viele Leute haben? So sieht das halt von innen aus. Das fand ich irgendwie ein bisschen interessant. Und die Kapuze ist riesengroß. Ist wirklich so eine Riesenkapuze. Die kam übrigens nicht so an, da fehlt noch ein Detail, aber dazu spreche ich mehr, wenn ich dann das einzelne Video mache. Das wird auch, wenn es dann online ist, hier in der Infobox stehen, falls ihr dieses Video ein paar Wochen, Monate später guckt. Deswegen, da könnt ihr dann mehr darüber erfahren. Also das ist die Winterjacke. Ist eigentlich relativ warm, so wie ich im Gefühl habe. Die ist auch schön lang. Also geht über den Po alles. Ja, und das waren wie gesagt die Sachen, die ich von Dazzle zugeschickt bekommen habe. Vielen Dank nochmal für das Sponsern dieses Videos. Und da mache ich jetzt weiter mit dem Haul aus dem Urlaub, weil ich habe euch ja schon erzählt, dass ich so gesagt den Urlaub zu Weihnachten geschenkt bekommen habe und außerdem haben wir noch ein paar Sachen dort gekauft, ein paar mehr Sachen und die zeige ich euch auch einfach mal hier. Ich finde, das passt ganz gut. Ich war in verschiedenen Städten unterwegs, habe aber eigentlich den Großteil in London gekauft. Aber ich mache jetzt einfach mal, ich fange mal mit Rotterdam an. Da war ich bei Hollister und da habe ich so eine coole Hose gefunden. Ich wollte mal gerne wieder eine schöne Jogginghose für zu Hause haben. Diese Hose ist so weich. Sie hat so ein weiches Material, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich glaube, man sieht es auch, die ist so richtig stretchy. Und es ist einfach, ey, ich hatte noch nie so eine weiche Hose in meiner Hand. Und es ist halt einfach so eine graue Hose, unten geht sie zusammen. Das ist mir sehr wichtig. Ich hasse es, wenn ich so eine Schlaghose anhabe, so wie jetzt gerade. Meine Schlafhose, die so 10 Meter auseinander geht. Ich sag mal die Preise dazu bei den Sachen, wo ich es noch weiß. Und zwar hat die Hose 39 Euro gekostet. Dann habe ich noch zwei Sachen in der Drogerie in Rotterdam gekauft. Und zwar, ich glaube, der Laden heißt Ethos. Auf jeden Fall habe ich mir diese Haargummis gekauft. Ich weiß nicht, ob ich in Deutschland nicht dran denke, aber ich wollte die mal in Deutschland kaufen und ich habe die nirgends gefunden. Und dann habe ich so einen Doppelpack gefunden. Hier sind einmal so blonde und braune Farben halt drin und hier ein ganzes Päckchen mit schwarz. Und
Ich hatte schon mal ein Päckchen, genau aus dem gleichen Laden, genau von der gleichen Marke. Aber das war ein kleines Päckchen und da waren nicht so viele drin. Und ich habe die, glaube ich, schon alle verloren. Ich trage die halt voll gerne, wenn ich meine Boxer Braids trage. Hier steht auch drauf, hier sind 500 Stück drin. Das heißt, es wird mir eine Weile reichen. Und es kostet 2,99 €. Und dann habe ich außerdem von Hansaplast Frozen Pflaster gefunden. Und deswegen hat meine Mama mir die gekauft. Sind halt einfach so stinknormale Pflaster, aber wie ihr sehen könnt, ist halt einmal Olaf, Elsa, Anna. Ich glaube, die sind alle hier irgendwie mal drauf. Wahrscheinlich auch Sven und Christoph. Und hier ist eine Sache drin, die ich noch Ilona gekauft habe. Die habe ich ihr noch nicht gegeben, haben wir auch in Rotterdam gekauft. Das sind so Wimpern von, wie heißt die Marke nochmal? Eyelure? Eyelure? Und Ilona mag halt starke Wimpern ganz gerne. Muss ich ihr gleich auf jeden Fall geben. Da machen wir mal weiter mit Boots. Da sind auch ein paar Sachen drin, die ich bei Superdrug gekauft habe. Halt beides in London. Und zwar habe ich als erstes 5 Paar Wimpern geholt. Ich dachte, kann man mal machen. Und hier habe ich als erstes von der Superdrug Eigenmarke habe ich diese Wimpern mitgenommen. Die sehen halt aus wie die Adele Wispies, die ich immer trage. Und ich wollte die einfach mal ausprobieren, wie die so sind. Und dann habe ich verschiedene Wimpern von Eyelure. Wie spricht man die Marke aus? Kann mir das jemand erklären? Einmal die Wimpern. We Love Wispy Style steht da drauf. Mag ich auch sehr gerne. Exaggerate Nummer 141. Die sehen richtig gut aus. Die sehen aus wie die Glamour Wispies von Adele. Und dann, ach, ich habe nochmal die Nummer 141 mitgenommen. Die sehen aber irgendwie ein bisschen anders aus. Guck mal, die sind irgendwie so ein bisschen mehr Wispy. Dann nochmal Exaggerate Wimpern, Nummer 149. Die haben auch so ein bisschen dickeres Wimpernband. Ich finde, die sehen ganz gut aus. Da sind auch halt viele Wimpern dran. Also es sieht relativ dicht aus. Da steht auch drauf, A Dense Double Layered Lash. Also da sind mehrere Wimpern übereinander. Ist nicht so eine Schicht wie bei den Wispies. Dann noch einmal Texture Wimpern, Nummer 157. Und so sehen die aus. Die sind auch relativ wispy, aber man sieht auch, die sind so, die haben auch ein dickeres Wimpernband, sind also auch mehr Wimpern dran. Also die finde ich sehen halt auch, ich finde die sehen auch relativ cool aus. Ich habe halt immer so richtig feine Wimpern und ich hatte Lust mal so ein bisschen stärkere Wimpern mir zu holen. Dann habe ich außerdem eine Palette von Revolution Makeup mitgenommen. Die ist halt so ein Dupe zu einer Palette von Kat Von D. Wie heißt die nochmal? Shade and Light Eye Makeup oder ich glaube, einige von euch werden sie kennen. So sieht die halt aus. Ist um einiges günstiger als die von Kat Von D. Und ich dachte, ich probiere die einfach mal aus, wie die ist. Ich hatte halt noch nie eine Lidschattenpalette von Revolution. Es gibt ja jetzt einige Sachen in Deutschland, in einigen Rossmann-Filialen, aber die gibt es halt nicht. Und da sind ganz coole Farben dabei, alle matt. Vor allem halt dieses Fenster hat mir es sehr angetan. Dann habe ich außerdem einen Liquid Lipstick von Makeup Academy mitgenommen. Das ist die Farbe. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich den behalte oder ob ich den verschenke. Ich weiß nicht so ganz, ob das meine Farbe ist. Vielleicht sollte ich es aber trotzdem einfach mal ausprobieren. Die Farbe nennt sich Dash. Dann habe ich außerdem einen Highlighter mitgenommen. Musste ich auch unbedingt. Ist ebenfalls von Makeup Academy. Die Sachen sind halt extrem günstig. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwo zwischen 3 und 5 Pfund. So sieht der Highlighter aus, wie ihr seht. So eine Farbe habe ich halt noch gar nicht. So einen Highlighter gibt es halt auch von Makeup Revolution, aber ich glaube, der ist irgendwie jetzt immer ausverkauft, weil Miss Bella den mal in einem Video vorgestellt hat. Aber ich zeige euch mal einen Swatch. Der hat halt so ein anderes Gold als die ganzen Highlighter, die ich trage. Der ist halt eher so ein bisschen heller und hat halt diesen goldenen Schimmer-Unterton. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Und das ist der Iridescent Gold. So nennt sich die Farbe, glaube ich. Dann musste ich auf jeden Fall noch zu Topshop, um meine Foundation nachzukaufen. Ich habe nämlich eine von EX1, diese Invisiwear Liquid Foundation. Habt ihr wahrscheinlich auch schon häufiger bei mir gesehen. Aber sie ist eigentlich fast leer. Da ist nur so ein bisschen was drin. Und ich habe mir jetzt eine andere Farbe gekauft. Ich weiß nicht, wie die ist. Die ist auf jeden Fall heller als die, die ich davor hatte. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich so die richtige Farbwahl getroffen habe. Das ist aber die Farbe 5.0. Die haben ja jetzt ganz viele verschiedene Farben. Die hat 12,50 Pfund gekostet. Dann war ich in dem Boot, der gegenüber vom Disney Store auf der Oxford Street ist. Und der wurde so ein bisschen umgebaut, weil hinten in der Ecke waren die ganzen Make-up-Sachen drin. Da war halt Soap and Glory drin. Dann so Sachen wie Max Factor, Maybelline und so. Ich glaube, die waren alle da hinten in der Ecke drin. Und da wurde jetzt ein ganzer NYX-Counter draus gemacht. Also wenn ihr irgendwas von NYX braucht,
dann könnt ihr dahin gehen, weil die haben alles. Hat mich halt ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich auf der Suche nach etwas ganz anderem war und dann war ich plötzlich bei NYX und ich so, ja gut, okay. Da habe ich mir halt ganz viel Glitzerkram geholt, weil ich wollte gerne verschiedene Glitzerfarben haben und da habe ich mir von NYX auch den Glitter Primer geholt. Ist halt so ein Lidschattenprimer, der aber so ein bisschen klebriger sein soll. Und wie ihr seht, hier so holographic. Hier habe ich halt zwei gleichfarbige, weil das eine verschenke ich. Und da habe ich drei verschiedene Farben von dem Face and Body Glitzer, nennt man das, glaube ich. Ja, Face and Body Glitter. Da habe ich einmal so ein dunkles Blau. Dann habe ich hier dieses etwas bläulichere Grün. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Ich glaube, die Farbe ist mein Favorit. Das nennt sich Violet. Und das ist auch lila, aber hat so verschiedenfarbige Glitzerpigmente drin. Das ist halt schon lila, aber man sieht, dass das so ein bisschen auch eher holographic ist. Also man sieht die verschiedenen bunten Farben da drin. Dann habe ich außerdem zwei Liquid Crystal Liner mitgenommen. Auch halt in so bläulich-grünlichen Farben. Das waren irgendwie die einzigen Farben, die es noch gab. Alles goldene, silberne, war alles schon ausverkauft und auch die rötlichen Sachen. Und dann habe ich mich halt für die beiden Farben entschieden. Die sehen sich relativ ähnlich, haben aber einen Unterschied. Die sind nicht genau gleich. Ich war ja eigentlich nicht auf der Suche nach NYX, sondern ich habe eigentlich Sob & Glory gesucht, weil ich unbedingt dieses Puder ausprobieren wollte. Das ist das Instant Retouch Pressed Powder. Ich weiß nicht, ob ihr Layla Rose kennt. Sie zeigt dieses Puder ungefähr in jedem ihrer Make-up-Videos und deswegen musste ich es unbedingt mal ausprobieren. Ich bin ja immer auf der Suche nach einem guten, transparenten Puder. Deswegen, ach, hier steht auch Kick-Ass drauf, so heißt das. Und das kostet, glaube ich, 12 Pfund. Ich bin mir nicht mehr sicher. War ein bisschen teurer, als ich dachte, aber ich hoffe, es ist gut. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Dann war ich außerdem bei EC Paris XXL. Ne, XL nur. das war in Rotterdam. Da habe ich mir mein Setting Spray nachgekauft von Urban Decay, das All Nighter Make-up Setting Spray. Ich hatte das schon mal in einer kleineren Variante, obwohl da hatte ich dieses Oil Control. Das hier hatte ich noch nie. Merke ich gerade. Ich muss es auf jeden Fall jetzt aufsprühen, weil ich habe heute noch kein Setting Spray drauf gemacht. Es hat halt nicht so irgendwie den angenehmsten Duft, aber ich hatte wie gesagt das mit dem grauen Deckel schon mal und ich fand es so gut, da kommt einfach kein anderes Setting Spray von irgendeiner Marke ran. Ich glaube, das kostet so ungefähr 30 Euro. Ich bin mir nicht sicher, 27 oder so. Pipapo. Dann war ich außerdem in London noch bei Victoria's Secret, den muss ich auch immer einen Besuch abstatten, geht irgendwie nicht anders. Dort habe ich mir zwei Sportleggings mitgenommen und zwar einmal die hier. Die ist aus der Pink-Abteilung, ist so eine Yoga-Leggings. Ich bin halt unten erst zu Pink gegangen und habe geguckt, ob ich da vielleicht eine hübsche Leggings finde. Und da habe ich mir gedacht, okay, für alle Fälle, falls ich bei Victoria's Secret oben keine andere finde, kaufe ich mir die. Und die hat aber letztendlich meiner Mama so gut gefallen, dass sie mir die unbedingt kaufen wollte. Also dankeschön nochmal, Mama. Das ist halt so ein Pink, aber wie ihr seht, so ein Nude-Pink irgendwie. Ich mag das voll gerne. Es ist halt voll die schöne Lippenfarbe. Und hier unten steht halt nochmal in Paillettenschrift Pink drauf. Und die hier hat 36,50 Pfund gekostet. Ich habe schon einige Leggings zu Hause von verschiedenen Marken, aber Victoria's Secret bleiben meine Favoriten. Und ich habe mir jetzt zum ersten Mal wirklich von Victoria's Secret Sport eine geholt. Ich hatte sonst immer nur Pink Leggings zu Hause. Und zwar habe ich mir die Knockout Tight geholt. Die habe ich schon im Online-Shop angeguckt. Vor allem bei Black Friday war ich so, hole ich mir die jetzt oder nicht? Und dann habe ich mich letztendlich doch dagegen entschieden und habe sie jetzt im Laden gekauft. Und zwar habe ich mir die High Rise Knockout Tight geholt. Ich wollte unbedingt eine High-Waisted Leggings haben, weil ich habe einen mega langen Oberkörper und bei mir sitzen die Sachen generell tiefer, als die eigentlich sollen. Also wenn sie bei Lona High-Waisted sind, sind sie bei mir irgendwie so nicht Low-Waisted, aber schon ein bisschen weiter unten. Deswegen wollte ich unbedingt eine High-Waisted haben und die sitzt einfach High-Waisted bei mir. Es ist übrigens einfach eine stinknormale schwarze. Da steht nur noch ganz klein VSX. Und die hat übrigens 55 Pfund gekostet. Und das war jetzt auch schon mein ganzer Haul. Irgendwie ist es ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, ich kann das Video kurz schneiden, weil irgendwie habe ich jetzt 40 Minuten gefilmt. Keine Ahnung, womit ich euch zugelabert habe. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Teil euch am besten gefällt. Und schreibt mir auf jeden Fall rein, was ihr zu Weihnachten bekommen habt. Das interessiert mich auch. Und das war es dann heute von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.